Also ich nehme, ich würde sagen, alles. Erstmal, wenn man erstmal den Conny sieht, nicht wahr? Froh und munter durch die Gegend. Das ist wirklich ein Entertainment. Also es kommt dieser Message, nicht wahr? Und es gibt diese Leidenschaft. Und ich glaube, im Leben muss man Leidenschaft haben. Und das haben wir hier gesehen von allen. Also alle Vorträge, es waren wirklich wunderbar. Man nimmt sehr vieles mit. Und diese lange Reise, die ich aus Chile gemacht habe, war wirklich ein Flug wert, auf jeden Fall. Und gute Freunde gemacht und auch sehr gute Kontakte. Zweifelohne. Das ist die Zukunft. Das fing mit dem Vortrag von Conny in der Welt, die wir heute leben, wo wir anschauen müssen. Und das mache ich und versuche auch in meinem Land, die Unternehmer zu überzeugen. Und ich nehme schon vieles mit, um dieses durchzuführen, auf jeden Fall. Aber es waren auch vielfältige Vorträge, also transversal, also über Politik, über Wirtschaft, über Innovation, über Leidenschaft, jetzt heute Morgen, ich war wirklich also sehr vielfältig und das bereicht uns nicht nur das, sagen wir mal so, unseren Kopf, sondern auch die Seele, auf jeden Fall. Und gibt uns Kraft, um weiterhin in diese Richtung auch weiterzuarbeiten. Und ja, ich habe ungefähr Conny seit einem Jahr kennengelernt. Ich war damals, habe mein Amt als Botschafter gerade von Chile in Deutschland niedergelegt. Also ich habe meine Amtszeit beendet. Und ich habe gerade sehr viel, wir sind ein Land in Chile mit sehr vielen Rohstoffen, aber was Deutschland nicht hat zum Beispiel. Aber wir haben etwas, was Deutschland natürlich sehr viel hat. Und das ist die Innovation, die Technologie, das Entrepreneur. Und das habe ich immer versucht, in diesen meinen 4 Jahren in Deutschland diese Brücken aufzubauen, um diese Win-Win-Situation zu entstehen. Damit diese Win-Win-Situation entsteht. Und von da aus, wenn ich mich natürlich über diese Themen natürlich mit Conny damals auch unterhalten habe, da habe ich gesagt, auch jetzt, wenn ich wieder zum Privatsektor wieder in Chile einkomme, es ist vielleicht eine Möglichkeit, auch dort Mountain Partners natürlich mit seiner Vision doch auch dort zu unterstützen und zu entwickeln. Und Chile als Basis für die Pacific Alliance, die Länder wie Mexiko, Peru, Kolumbien, Chile, wo wir diesen freien Transit von Personen, Kapital, Produkte und Dienstleistungen haben. Und natürlich die Innovation, das ist etwas, was wir in Lateinamerika brauchen. Und das wird uns unsere, sagen wir so, passt gut auf für unsere Mehrwertschätzungskette, wo natürlich hier die Innovation, Technologie und die Entrepreneurs einen wichtigen Platz haben werden in der Zukunft. Und das mache ich gerne und das werde ich auch dort weiter unterstützen. Zukunft. Und wir leben von der Zukunft. Oh, für die Zukunft.